Servus Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime. Wir sind hier auf Gavoran. Genau, und haben letztes Mal so einen Chozo-Krieger besiegt. Was ist das da? Schon wieder. Ach, bringt nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Zeug zerlegen kann. Wahrscheinlich kommt das erst noch. Ja, das sieht so aus, als ob ich da runterfalle. Ja, sobald ich es betrete. Es sei denn. Nee, gar nicht. Ja, doch. Ich wollte eigentlich nach rechts, aber gut, das hätte mir sowieso nichts gebracht. In der Tür. Okay. Ah, jetzt bin ich hier. Ihr seht da unten die Missiles, die ich schon angesackelt habe. Früher. Also jetzt sind keine Missiles mehr da. Was ist das? Ja, war ja klar, dass es mir Schaden macht. Es hält ganz schön aus. Wo ist es? Ah, es ist weg. Gut. Nein! Perfekt. Aus. Ja, gut. Keine Ahnung, wie ich die Dinger loswerde. Vielleicht mit einem Icebeam. Das könnte sein. Bin ich jetzt gelandet? Aufzug schon wieder? Ja, noch weiter nach oben. Ne, ich komme zurück. Also, ja, stimmt, ja, Aufzüge können auch nach unten fahren. So, wieder in Dairon. Ah. Da ist ein Kälteraum, oder? Ja. Schnell holen. Und das da schnell aufmachen. Gut. Nur zur Sicherheit. Ah, wow, der hätte mich fast bekommen. Fast bekommen. Toll, fast erwischt. Sag jetzt nicht, du willst mich durchs Eis schicken. Das wär's. Ja, danke. So, hier bin ich. Energieeinheit. Moment. Ach so, da. Nee. Ah, von da komme ich gar nicht. Ah, gut, da werde ich wahrscheinlich da lang müssen. Gut, zurück. Damit habe ich nicht gerechnet. Das heißt wieder Aufzugfahrt rausschneiden. Was ich mich gerade frage, bei Metroid ist es jetzt eigentlich so, dass je mehr Prozent man im Spiel sammelt, desto mehr, nicht du schon wieder, desto mehr entkleidet sich Samus. Wow, das zieht ganz schön viel ab. Ich frage mich, ob das hier auch der Fall ist. Oh oh. Hau ab! Also sprich, wenn man viel Prozent vom Spiel hat, dass Samus Helm abnimmt und Rüstung, Gravity Suit oder wie auch immer auszieht, dass sie auf einmal da irgendwie halbnackt in der Gegend rumsteht. Ich glaube, dafür brauche ich Super Missiles.
Okay, das war zu erwarten. Was ist das? Du hast mich nicht gesehen. Warum haltet ihr so viele Raketen aus? Ah! Verreck doch! Ah, was gibt's? Supermissiles. Oh, perfekt, gleich für die Tür da oben. Vielleicht sehen sie cool aus, das wäre super. Ja, eine stärkere Version einer Missile. Halte R und drücke Y zu schießen. Dabei wird Missile-Munition verbraucht. Supermissiles können Supermissile-Panzerung zerstören. Booms! Ah, hallo. Ich kann weniger auf einmal ballern. Egal. Ja. Es wird alles in die Luft gejagt. Oh, hier. Achso, hier bin ich. Oh, mein Zielwasser ist auch weg. So, ich habe Supermissiles. Moment, vielleicht kann ich die Dinger da jetzt vernichten. Das wäre praktisch. Das heißt, ich muss jetzt komplett nochmal außen rum. Schuss Robosoldat. Okay. Na gut, was soll's. Gehen wir halt noch mal komplett außen rum. Achso, nee, hier kann ich auch weiter. Ja, so. Oh. Mückenschwarm. So eine Abkürzung, ja. Zack, zack. So, jetzt kann ich auch hier hoch. Wo führt mich das hin? Ah, da lang. Wumm! Ah! Moment, ich wollte doch eigentlich nach oben. Da ist wieder so ein Wal. Oh, die Gegner hier halten alle so viel aus. Du! Ach. Okay, dann nehme ich. So super sind die Missiles aber nicht. Einfach mit einer Rakete auf den Insektenschwarm schießen. Doch so eine Art Spinne, also warum kannst du da nicht hochklettern? Das verstehe ich nicht. Ja. Okay, schon wieder eine Zugfahrt. Die schicken mich hier echt hin und her, von A nach B. Oder sie wollen, dass ich viel rausschneide. Schon wieder ein neues Gebiet. Ellum. Klingt fast wie Ellum, wie das Pokémon. Na gut, das Gebiet scheint relativ klein zu sein. Wenn man sich es mal auf der Karte so anguckt. Ja, bisher das kleinste. Aber schauen wir mal, wie groß es in Wirklichkeit ist. Ich habe da was gesehen. Da über mir. Achso, nee, das war da rechts oben in der Ecke. So, hat Adam wieder was zu reden oder nur... Nee, nur Save-Punkt.
Ich habe mir mal angeguckt, wie viel Parts ich schon habe. Und es. Ja, was ich sagen wollte, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, ich bin etwa bei der Hälfte. Ja, nicht mal, keine Ahnung. Also ich habe jetzt ungefähr 30 Parts, Pi mal Daumen. Ich weiß jetzt nicht wie genau, wie viel ich habe. Ja, 60 Parts, Metroid, ja, ich glaube etwa die Hälfte. Und warum richtet Samus immer ihre Kanone auf alles, was sie nicht kennt? Was ist, wenn die Gegner gar nicht feindlich gesonnen sind, so wie die hier gerade. Okay, da ist wieder so ein. Ja. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Aha. 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 Ich glaube, das war blöd, hätte ich. Ja, ich glaube, ich hätte zuerst nach oben gemusst, verdammt. Ah! Krieg ich das nicht mit Super Missiles kaputt? Hier wieder so ein Regenerator. Weiter hinten war doch auch eine Tür. Ja, da. Achso, da komme ich von irgendeinem anderen Ballpunkt hin. Kann sein, dass du. Was? Ich will lesen! Ein als Gegner Replik auftretender X-Basiert wird wieder hin zur Urform, wenn er besiegt wird. Samus kann X absorbieren, um Gegner und Munition aufzufüllen. Ah. Jetzt sollst du schon hochspringen. Hallo! Wenigstens habe ich schon gemerkt, was ich bei dem Viech. Kann ich das überhaupt besiegen? Ja, kann ich. Meins, du auch. Ach, dann eben nicht. Das war klar irgendwie. 4. 4 Super Missiles. Wow, das ist eine ganze Menge. Okay, da im Hintergrund. Da rechts komme ich mit dem Speed Booster weiter. Da im Hintergrund sieht man Shoso. Da geht's nach oben, genau. Ah, ein Regenerator. Toll, und jetzt bellt der Hund unten. Aber gut, ich muss jetzt sowieso einen Schnitt machen. Das war Metroid Red. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.